ist auch die erste Band spielt, die Bad Bobs. Nachher kommt ja noch Santiano. Was für ein genialer Abend. Ganz, ganz toll. Aber erstmal diese fantastischen Jungs und die eine Mädel, Lisa, die hier Platz genommen haben, die ihre Instrumente gestimmt haben. Wie steht auf der Homepage von den Bad Bobs? Trockene Beats, sattes Gebläse, röhrende Stimmen. Gebt euer Bestes, dass Petrus denkt, ich muss da Sonne nach Büsum schicken an den Deich. Also, begrüßt sie mit einem donnernden Applaus. Hier sind für euch aus Kiel die Bad Bobs. Da sind nämlich auch die Bad Bobs. Die Bad Bobs, das hat hier unser Küken hier eingerichtet. Wir alle wissen gar nicht, was es ist. Facebook, bitte unbedingt da auf diesen Like it Button drücken. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr schon mal Facebook seid, da könnt ihr auch auf YouTube nochmal rumeiern. Da sind wir nämlich auch vertreten mit etlichen Titeln oder auf www.badbobs.de. Also apropos Homepage, da steht auch was drauf von einer Soul-Band. Und wir haben jetzt so den einen oder anderen Soul-Titel ganz kurz ein bisschen im Programm. Das heißt erstmal einen, wollen wir so sagen, einen, genau. Und dieser Soul-Titel ist der beste, den wir kennen. Und diesen Soul-Titel kann niemand anders singen. So gut wie unsere Lisa. What's the sound of a preacher man? You only boy could ever teach me. What's the sound of a preacher man? Yes, he das gleiche probieren wir doch jetzt noch mal mit einer Mütze. Mit einer Mütze kannst du. Du hast doch schon was bekommen. Na, ist denn das? Wo ist denn der Button geblieben? Ja, also nee, wir müssen wirklich, da hinten ist einer mit so einer Kamera. Dem müssen wir da unbedingt mal so ein Ding zu. Und Schielburger!
Oh, ja, sauber. Schiermoger TV übrigens, ganz groß auch auf YouTube zu sehen. Einer, der heute ersatzweise da ist. Die Kollegen hier sind überall woanders mit ihren Ü-Wagen unterwegs, deswegen haben wir heute Schiermoger mitgebracht. Schiermoger ist mindestens genauso gut. So, hier, Button noch. Hopp, einmal weitergeben, Button noch. Dann kommen nochmal zwei nach hinten. Oh Gott, die sind offen. Aua, weg damit. Ich muss mal drei nach hinten. Achtung, da! Yo! Das ist ja wie... Ah, das ist ja... Ich muss jetzt jedes Mal mit einem... Hello! Ja, oder mit einem... Oh, da! Ein Button. Ja, jetzt kann ich den höchstens auf meinen Haustürschlüssel. Aber ich meine, das gibt richtig Ärger, glaube ich. Nee, warte mal, hier. Button, komm, gib raus. Wir haben noch ein bisschen... Aber auch tragen, ne? Eine Mütze, auch gar nichts mehr hier, wir müssen oben bei Peter nachholen. Peter ist übrigens der Herr im Saxophon da vorne. Das ist der großzügigste Mann, den wir hier haben. Der besorgt uns mit den Buttons und die geben wir einfach weiter, weil wir schon so viele haben. Und eigentlich, also wenn nachher, wenn ihr richtig durchhaltet, zum Schluss gibt es vielleicht nochmal... Oh, was heißt denn vielleicht nochmal? Ein T-Shirt, wenn das nichts ist für dieses Wetter. Ja, Buttons fürs Volk, so wollen wir das haben. Ja. Gott. Peter, gib doch deine Brille auch noch mal mit. Aber du sei doch nicht so, du. Ja, nee, will keiner haben. Gut, das kann man verstehen. Die sieht ja auch irgendwie aus. Gut. Der nächste Titel, der ist gleich extra für die T-Shirts. Die könnt ihr jetzt anziehen, überziehen. Das Wetter, das inspiriert uns zu diesem Titel. Wer erkennt das Intro nicht?